Jetzt bei Klinik am Südring, die Familienhelfer. Nein, ist schon. Oh, Justin! Moment, ich hole ihn mal. Mhm. Feuchttücher. Wir sind echt voll gerade. Kundschaft? Kannst du reinbringen? Wir sind von der Leitstelle zum Ponyhof gerufen worden und haben da eine Dame vorgefunden, die vom Pferd gestürzt war. Kurios angezogen, so mittelalterlich. Und hatten dann festgestellt, dass sie eine leichte Verletzung am Knöchel hatte. Halt! Man möge seine Griffe von mir nehmen. Ja, ich muss sie aber irgendwie rausholen. Es schickt sich nicht für einen Mann, eine Dauphine zu berühren. Ja, Holen Sie mir eine Dame. Ich gehe meine Schwester holen, okay? In den meisten Fällen ist es ja so, dass die Patienten nach dem Arzt rufen. Aber hier hat die Patientin ja ausdrücklich nach mir verlangt. Und sie war ja auch so vornehm gekleidet. Da habe ich auch gedacht, da kann ich sie auch direkt so vornehm ansprechen. Schwester Nancy, schickes Kleid. Ich bin die hiesige Schwester in diesem Haus. Wir würden Sie dann gerne einmal aus der Kutsche holen. Ist das okay für Sie? Es ist gestattet. Ist gestattet. Kannst du mir gerade helfen? Wie ist denn Ihr Name? Antonia Müller. Antonia Müller, okay. So, Vorsicht mit den Füßen. Vorsicht. Ich gehe mal eine Trage holen. Gero, kommst du mal mit nach vorne, eine Dame nach Reitunfall. So, Frau Antonia Müller, hier haben wir ein neues Gefährt. Für Sie. Dieses Vehikel, ja, ist das, das ist meiner unwürdig. Das ist Ihrer eine unwürdig. Sänfte wäre besser. Eine Sänfte, ja, die haben wir leider nicht. Ich habe nur das hier im Angebot heute. Ich darf mir mal vorstellen, Reiter ist mein Name. Hallo. Guten Tag. Hatten Sie gerade für einen Fernsehdreh gefilmt oder dass Sie vom Pferd gefallen sind? Wie geht's Ihnen, Antonia? Mir geht's. Ich bin wohl auf. Ich habe nur ein kleines Fußproblem, wie es scheint. Ja, aber warum machst du sowas? Ich wollte ein Selfie auf dem Pferd machen. Als sie dann kam, war völlig unklar, warum sie so gekleidet war. Ich habe zuerst gedacht, sie wäre bei Fernsehaufnahmen vom Pferd gefallen, aber das hat sie verneint. Das war jetzt nicht so ein spezielles Reitturnier wegen der Aufmachung, dass sie so gekleidet sind. Was für eine Aufmachung? Schatz. Was ist passiert? Wir sind die Eltern. Als ich meine Tochter in dieser königlichen Aufmachung gesehen habe, da hab ich gar nicht denken können. Ich habe mir einfach nur Sorgen um meine Tochter gemacht. Antonia hat mich angerufen. Also ich bin Ralf Gärtner, ihr Lehrer. Mhm. Und sie hat sich auf irgendeinen Pferdehof geschlichen, um ein Selfie zu machen. Dann hat das Pferd sie abgeworfen, hat sie mir gesagt. Ja, und dann habe ich direkt den Krankenwagen gerufen. Weil sie mir dann noch gesagt hat, dass sie ihre Eltern nicht verständigt hat, habe ich dann deine Eltern angerufen. Ich war heilfroh, dass das so glimpflich ausgegangen ist. Meine Tochter und Reiten auf dem Pferd. Hat sie noch nie gemacht, sie kann gar nicht reiten. Ich mache mir große Sorgen, dass sie noch mehr Dummheiten macht. Das fing ja am Anfang noch ganz lustig an, aber mittlerweile ist es kein harmloser Spleen mehr. Das wird ja richtig gefährlich, es nimmt ja Ausmaße an. Es ist aber schon ein bisschen komisch, dass der Vertrauenslehrer angerufen wird, anstatt die Eltern. Allerdings, ja, mit vielen Sachen traut sie mir eben einiges an. Er ist der einzige Vertraute, der Kollegin. So. Stimme, wie geht's? Kann ich was für dich tun? Du weißt ganz genau, was du für mich tun kannst, Herr Papa. So, ich habe das jetzt eben nicht so ganz verstanden. Also die Königin wollte ein Foto auf ihrem Ross. Sie sind die Königin? Ja, natürlich. Okay. Also das ist jetzt eine Schwellung und das ist typisch für eine Außenbandzerrung. Wir werden da eine kühlende Salbe drauf machen und einen stabilisierenden Verband. Klar, sie hat irgendwas von Reitstunden erzählt oder was. Jetzt fällt es mir ein, aber ich habe ihr das nicht abgekauft. In den letzten Tagen hat sie immer komisches Zeug geredet. Letzte Woche war sie angeblich mit der Königin von England zum Kaffeetrinken verabredet. Das war alles ganz merkwürdig. Der Vertrauenslehrer konnte auch nicht sagen, was da wohl hintersteckt. Da bin ich jetzt am Ende meines Lateins, aber... Also ich finde, dass das Vertrauensverhältnis schon ein bisschen sehr intensiv ist. Also das ist jetzt schon sehr gewagt, was Sie sagen. Ich kann mir das einfach nicht erklären, also garantiert wie das kommt. Seit Sie die französische Revolution durchnehmen, seitdem... Es ist für mich schon ein bisschen im Zusammenhang. Ne? Das tauschen sich auch privat aus. Völlig absurd. Anscheinend hatte sie da einen persönlichen Kontakt zu dem Vertrauenslehrer und hat dann ihn kontaktiert, um dann aber rauszufinden, warum sie sich so kleidet und so verhält, fand ich es dann sinnvoller, mit Familienhelfern die Situation aufzuklären. Das sind Psychologen, die wir in komplizierten Fällen dann schon mal kontaktieren können, wo wir den Kontakt herstellen. Das erschien mir im ersten Moment vielleicht ein bisschen vieles Guten, aber irgendwas musste ja passieren. Und mittlerweile denke ich, dass es eine ganz gute Idee ist, da noch jemanden hinzuzuziehen.
Ich bin heute zu Familie Müller gerufen worden, weil die Tochter Antonia in letzter Zeit eine Rolle übernommen hat, und zwar der Marie Antoinette aus dem 18. Jahrhundert. Und diese legt sie auch nicht mehr ab. Da macht sich die Familie natürlich massiv Sorgen. Ich bin hier hingekommen, um der Sache auf den Zahn zu fühlen. Ich weiß nicht, wo ich diese Schokotorte gelassen habe für den Familienhelfer. Ich bin auch nicht bekloppt. Hallo. Moin. Ich habe doch wieder ein Paket für die Königin Marie Antoinette. Nee, so ein Schwachsinn, das mache ich nicht. Den können Sie gleich wieder mitnehmen. Aber das nehme ich nicht an, das unterschreibe ich nicht. Sie müssen das Paket annehmen. Nee, das ist an Marie Antoinette. Ich muss das überhaupt nicht annehmen. Ich will mit meiner Tochter ein Wörtchen reden, aber es tut mir leid, das nehme ich nicht an. Mein Gott, ey, ich hasse es. Es tut mir leid für Sie. Meine Tochter bestellt ohne Ende Schuhe. Das kostet ja auch alles Geld, wir sollen das noch zahlen. Toni! Ich habe doch eben gesagt, ich nehme das Paket nicht an. Guten Tag. Oh, Entschuldigung. Tondera, mein Name. Familienhelfer, wir hatten telefoniert. Genau, ne? Also Laura Paket habe ich jetzt auch nicht dabei. Es tut mir leid, meine Tochter hat sich gerade das nächste große Ding. Kommen Sie einfach mal rein, okay. Es ist schön, dass Sie da sind. Als ich geschellt habe, gab es sofort eine kleine Verwechslung. Die Mutter war geladen, ich wurde direkt ins Kinderzimmer zitiert. Ja, und da habe ich mir erst mal die Situation angeguckt. Die Schuhe, was sagen Sie? Also Ihnen passt jeder Schuh. Am besten den hin. Stellen Sie meinen Kuchen weg. Nee, mein liebes Kind. Eben war der Paketzusteller da und er wollte schon wieder neue Schuhe für dich bringen. Wie stellst du dir das vor? Nicht, oh ja. Ich habe nicht unterschrieben, ich habe ihn auch gleich wieder zurückgeschickt. Nein, Mutter, ich brauche diese Schuhe. Du brauchst diese Schuhe? Guck dich hier mal um, wie viele Klamotten du schon hast. Abgesehen davon, mein liebes Kind, wer soll das eigentlich alles zahlen? Jakobus? Die Königin plünderte die väterliche Schatzkammer. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Denkst du, wir sind Krösus? Also damit muss jetzt langsam mal Schluss sein. Sehen Sie, das ist eins von den Dingen, die ich meine. Ich habe mir die Situation erstmal angeguckt, weil ich auch sehr erstaunt war. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ein so auch gut verkleidetes Mädchen in ihrer Rolle der Marie Antoinette. Und ich wollte ja mal wissen, ob diese Rolle tatsächlich so gut einstudiert war, ob die in Fleisch und Blut übergegangen ist. Deshalb hätte ich mal direkt ein paar Fragen, wo du zum Beispiel geboren bist. In Österreich. In Wien. Aha. Und dann habe ich gesehen, du hast ein ganz, ganz tolles Kleid aus dem 19. Jahrhundert wahrscheinlich, ne? Dafür kennt man mich. Okay. Da habe ich einen kleinen Trick angewandt und habe gesagt, es ist aus dem 19. Jahrhundert. Die Antwort wäre gewesen aus dem 18. Natürlich habe ich auch gefragt, was mit dem Lehrer ist, aber ein bisschen um die Ecke. Was mich auch so interessieren würde, wäre, ob du schon einen Sonnenkönig hast. Weil Marie Antoinette, die hat ja natürlich auch eine liebste Begleitung. Und das ist ja normalerweise der Sonnenkönig. Nein, ich habe mich. Also, ich habe ja was von einem Lehrer gehört, den du, glaube ich, auch ganz gut findest. Und das wäre dann auch nicht der Sonnen. Der Gelehrte? Nein. Sie konnte allerdings auch dann direkt beweisen, dass es nicht so ist. Schauen Sie. Das heißt, er hat schon jemanden. Ja. Verstehe. Dann würde ich überlegen, wer könnte das denn noch sein, so ein Herzensmann? Als ich den Nachbarn gesehen habe, den Jakob, er hat seine Marie Antoinette auch ganz schön bedient und hat quasi schon kniefällig für sie gesorgt. Da denke ich doch, dass da eher schon ein kleines Verknalltsein im Spiel war. Ach, Schatz. Hallo zusammen. Der Vater kam dann auch von der Arbeit nach Hause ins Zimmer und regte sich auch direkt auf, weil er natürlich das Szenario dann auch gesehen hat. Jakob, was ist das für eine Nummer hier? Wie lange willst du dich für unsere Tochter eigentlich noch zum Affen machen? Sag mal. Gern. Für die paar Euro, die du von Toni bekommst, machst du dir den Diener oder was? Mir ist das doch egal. Kostenlos auch noch. Weißt du was? Geh mal schön nach Hause. Ja, grüß deine Eltern von uns und dann entspannst du dich mal, okay? Bis morgen, meine liebste Königin. Oh, meine Güte. Tja, ich glaube... Sie sehen ja, welche Auswirkungen das hat. Ja, ich sehe auch noch was ganz anderes. Ich glaube, da hast du doch einen wirklichen Herzensmann, oder? Ach, Quatsch. Nein. Naja. Innerhalb der Familie gibt es da viel Streit im Moment, ist ja auch klar. Deshalb habe ich mir überlegt, man könnte ein kleines Spiel machen, wo sich die Familie noch mal optisch anders erfährt. Habt ihr einen großen Spiegel? Ja, unten. Könnten wir den mal benutzen? Natürlich, ich bin gespannt. Dann bitte ich Sie vorzugehen. Schon wieder neue Schuhe, ja. Das Fräulein. Marie Antoinette. Wir sind mal runtergekommen, weil wir haben oben noch ein kleines bisschen gesprochen. Und ich habe vorgeschlagen, dass wir alle gemeinsam ein kleines Spiel machen. Ich bin so erschöpft. Und die Treppen. 15 Sekunden Pause. Ach, Toni, komm, jetzt hör auf. Schweig. Oh, das kann doch nicht angehen, sich so kommandieren zu lassen. Okay, einmal machen wir es, okay? Reicht's jetzt?
dieses Gehabe. Jetzt ist mal Schluss. Meine Güte. Gut, vielleicht bist du jetzt auch ein bisschen erfrischt. Und wir können jetzt diese Erfrischung nutzen, um unser Spiel zu machen, von dem ich gesprochen habe. Es ist manchmal ganz gut, wenn man sich aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, beziehungsweise in diesem Fall die Familie. Deshalb habe ich um einen großen Spiegel gebeten, wo die drei Beteiligten sich dann vorstellen sollten und jeweils für sich einmal berichten sollten, was sie sehen, aber auch, was sie emotional erfahren in diesem Moment. Ja, was sehe ich? Ich sehe meine Familie, mein Leben, ne? Ich sehe meinen Mann, den ich sehr liebe, und mein Kind, das mir langsam entgleitet. Ich weiß mir einfach nicht mehr zu helfen. Wir waren so eine glückliche Familie, wir hatten keine Probleme. Aber jetzt, Toni macht alles kaputt damit. Man konnte ganz besonders sehen, dass die Mutter sehr gelitten hat in der Situation. Sie hat sich da sehr geöffnet an dieser Stelle, als sie beschrieben hat, was sie im Spiegel sieht, von ihrer Traurigkeit auch berichtet. Danach kam der Vater. Ich sehe eine Frau, die ich liebe. Ich sehe eine Tochter, die ich liebe. Ich habe eine tolle Familie, aber ich vermisse meine Toni. Das ist doch nur noch Pseudo hier. Ich will meine Toni wiederhaben. Ich habe sie lieb. Ich weiß nicht, wie das alles weiterlaufen soll. Okay. Wir waren so eine intakte Familie. Schwachsinn. Das war ein bisschen oberflächlich und geheimnisvoll, aber irgendwann war dann die Tochter dran und das war eine Riesenüberraschung. Ich sehe natürlich meine Mutter und natürlich liebe ich sie. Aber daneben stehen zwei Schauspieler. Es stehen zwei Lügner da. Die Tochter warf dem Vater vor, dass er auch eine Rolle spielen würde, woraufhin der Vater dann einknickte und mit der Wahrheit rauskam. Komm, sag doch einfach endlich mal die Wahrheit. Was ist denn hier los? Mann, seit Wochen trage ich was mit mir rum. Ich habe mich geschämt, es zu sagen. Ich bin arbeitslos. Was bist du? Schon seit 3 Wochen. Und wo gehst du jeden Morgen hin? Ich sitze jeden Tag 8 Stunden im Café. Nach 20 Jahren haben die mich rausgeschmissen. Schatz. Der Vater, der ist so in eine Lüge reingeschlindert. Er meinte, es ist bestimmt nicht böse, dass er seiner Familie erstmal verschwiegen hat, dass er arbeitslos ist. Ich kann es auch nachvollziehen. Vielleicht schämt man sich etwas dafür. Was vielleicht auch ganz wichtig ist, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, wir haben 2 Schauspieler in der Familie. Also nicht nur dein Vater, der hier eine Rolle gespielt hat, sondern auch du. Ne? Natürlich. Ich wollte ihn so aus der Reserve locken. Ich wollte, dass er es Mama endlich sagt. Es tut mir leid. Also ich war total überrascht, dass Toni das gemacht hat wegen dem Job von meinem Mann. Und natürlich war das erstmal ein Schock, dass er die Arbeit verloren hat. An der Offenheit müssen wir noch ein bisschen arbeiten, am Vertrauen. Aber letztendlich bin ich schon erleichtert jetzt, ja. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das mit einer neuen Arbeitsstelle klappt, wenn Sie Berufserfahrung haben, wie Sie gerade sagen. Schatz, das kriegen wir auch noch hin. Ja, aber ich so lieb. Oh, Schatz. Ich verabschiede mich an der Stelle. Danke. Ich drücke Ihnen ganz herzlich die Daumen. Super. Tschüss, vielen, vielen Antonia. Dank. Man guckt sich schon im Spiegel an, um sich zu rasieren oder die Zähne zu putzen, aber so richtig, um sich mal zu betrachten aus einer anderen Perspektive und sich mal Zeit zu nehmen, das passiert eigentlich selten. Deshalb ist es wichtig, dass man sich für sowas seine Liebsten dazu nimmt und von alleine wird dann manchmal das eine oder andere klar.